Gestatten, Luca Gianinazzi, Jahrgang 93, Luganese mit Haut und Haar. Sein Club vollzieht mit seiner Nominierung zum Cheftrainer einen totalen Paradigmenwechsel. Vom ältesten zum jüngsten Coach der National League. Diametral anders als diejenigen seines Vorgängers lauten auch Gianinazzis taktische Ideen. Wir wollen die Scheibe kontrollieren so viel wie möglich. Wir wollen in der Offensive Zone viel Bewegung haben und kreativ sein. Und wir wollen probieren, die Gegner sofort wie möglich zu stoppen, damit wir können wieder das Chibi haben. Vor 6 Tagen kommt Chana, wie sie den 29-Jährigen alle nennen, wie die Jungfrau zum Kinde zu seinem Trainerdebüt in der National League. Noch 24 Stunden zuvor coachte er im selben Stadion vor notabene 68 Zuschauern die U20-Elite der Luganesi. Ein blitzartiger Aufstieg ohne Anlaufzeit. Ich fühle mich nicht unter Druck. Ich mache einfach das gleiche Job als in der U20. Ich bin immer Trainer. Ich bin einfach mit verschiedenen Alter vom Spieler. Aber Druck fühle ich nicht. Luganos Grand Dame hatte Gianinazzi schon länger auf dem Zettel, um dereinst ins Fagnon-Team aufzusteigen. Nun kam dieser Wechsel halt schon etwas früher. Abbiamo deciso di puntare su di lui perché secondo noi è un giovane con tantissima qualità e malgrado la sua giovane età è anche una persona molto determinata. Mantegazza hat in ihrer über 11-jährigen Amtszeit als Präsidentin beachtliche 8 Trainer verbraten. Bekommt das Projekt Gianinazzi nun quasi Welpenschutz? Io non parlo più di progetti, quindi nell'ho che le cose vanno veloce, però sì, l'intenzione è quella di poter costruire con Gianna finalmente qualche cosa che nel Lugano possa durare nel tempo. Dafür muss der Neo-Coach liefern. Am besten gleich heute Abend gegen Fribourg-Cotteron.